ich nehme euch jetzt mit in diese wunderschöne Villa, die noch luxuriöser ist, noch sexier ist. Wow, oh mein Gott. Alles ist Gold. Wir haben ja natürlich auch hier die High Society zu Gast. Eine Beauty Zone. Wow. Hier wird the magic passieren. Ich spüre es. Bei Love Island geht es natürlich ziemlich schnell zur Sache. Unsere Couples schlafen alle in ein Bett. Das schönste Schlafzimmer, was ich jemals gesehen habe bei Love Island. Ich habe es doch gesagt, es ist noch luxuriöser. Es ist noch sexier geworden. Wir haben hier the most sexy outdoor suite, private suite. Ein wunderschönes Daybed oder Eveningbed. Ich kann mir vorstellen, dass man hier auch schön unter den Sternen schlafen kann. Sie haben sogar eine goldene Badewanne. Pure Romantik hier. Wow, okay. Tausend in ein Nachtmärchen. Man sieht überall diese wunderschönen goldenen Akzenten, sowie goldene Flamingos, goldene Schwäne. Es ist alles Glitzer und Gold hier. Und hier hinter seht ihr a red flag. Was das zu bedeuten hat, das erfahrt ihr ganz bald. Herrlich. Und hier ist natürlich unsere ikonische Feuerstelle. Hier sind immer unsere super spannende Paarungszeremonien. Und eigentlich sieht alles aus wie immer, nur da ist ein roter Sitz. Und was das zu bedeuten hat, das erfahrt ihr auch bald. Und diesen Außenarea super schön gestylt. Hier werden natürlich auch die Partys gehalten, bisschen getanzt, gequatscht. Und hier the Better Together Bar. Ich glaube, hier macht man schon ein bisschen ein paar Cocktails, flirtet so ein bisschen. Das wird hier alles top sein. Davon bin ich überzeugt. Muah.